Heute zeige ich dir, wie du deine Gitarre in Logic Pro X aufnehmen und nachbearbeiten kannst. Es ist wirklich ganz einfach. Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic. Eine Gitarre aufzunehmen und abzumischen, das kann gerade für einen Anfänger eine richtig große Herausforderung sein. Wo soll ich meine Gitarre jetzt einstöpseln? Welche Voreinstellungen muss ich vornehmen? Was muss ich eigentlich in Logic einstellen, damit ich überhaupt was höre? Und so weiter. Und deswegen gehe ich jetzt gleich mit dir Schritt für Schritt durch, vom Gitarre einstöpseln bis zum Abmischen, was du machen musst, denn Logic macht es dir hier wirklich sehr, sehr einfach. Vorher, bevor es losgeht, möchte ich dir aber noch ganz kurz meine Logic Workflow Checkliste ans Herz legen. Da gebe ich dir nochmal 10 weitere coole Tipps, wie du effizienter und schneller in Logic arbeiten kannst. Die habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt und jetzt geht's los. Okay, wir sind im Projekt und was ich jetzt machen möchte, ist, auf dieses Playback hier möchte ich eine Gitarre einspielen. Ja, wir können mal kurz reinhören. Und so weiter. Also hier möchte ich jetzt eine Gitarre dazu einspielen. Was du als erstes machen musst, ist eine Gitarrenspur anlegen. Das heißt, ich lege hier eine neue Spur an und das mache ich über diesen Button hier, diesen Plus-Button. Und dann wählst du am besten Gitarre oder Bass, weil das ist das, was wir einspielen möchten oder beziehungsweise was du einspielen möchtest. Ich gehe auf Erzeugen und jetzt hast du deine Gitarrenspur hier schon angelegt. Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir deinen Gitarrenklang, deinen Input hier auch reinkriegen, dass wir hier was hören. In der Regel hast du wahrscheinlich im Home Recording Studio jetzt sowas wie diese Scarlett und da gehst du mit dem Klinkenstecker von deiner Gitarre gehst du direkt hier rein. Was jetzt hier wichtig ist, ist, dass du hier auf den Instrumenten-Input gehst, ja? Sonst kriegst du kein richtiges Signal. Meistens hat es einen Line-Input, einen Instrumenten-Input. Wenn du mit der Gitarre reingehst, wählst du den Instrumenten-Input und dann sollte das auch schon funktionieren. Was du jetzt noch machen musst, ist hier bei dem Eingang, musst du jetzt einwählen, wo das reinkommt. Bei so einem Focusrite, bei so einem kleinen, hast du wahrscheinlich, oder hast du meistens 2 Eingänge. Es kann auch sein, du hast 4. In meinem Fall ist es jetzt Input Nummer 11. Und dann solltest du, wenn du jetzt hier den Input scharf geschaltet hast und eine Gitarre hernimmst, solltest du schon was hören. Genau. Jetzt hörst du den Gitarrensound von deiner Gitarre, von deiner E-Gitarre oder was auch immer du hast, den hörst du jetzt einfach clean. Ne? Das ist nur das Eingangssignal und jetzt musst du das so ein bisschen einpegeln. Wenn es übersteuert, dann kannst du entweder an deine Gitarre selber lauter machen oder leise. Ja. Ich schau mal, dass ich so auf minus 18 dB bin, also dass du genug Headroom hast hier oben, das ist wichtig. Und um richtig rauszubekommen, was der Eingangspegel auch ist, rate ich dir noch, das Input-Monitoring einzustellen. Also das Pre-Fader-Metering einzustellen. Das ist dieser Button hier. Wenn du den nicht hast, klickst du einfach rechts hier oben auf Steuerungsleiste und Anzeige anpassen und dann hast du hier Fader-Metering. Denn nur so kannst du den Eingangspegel auch richtig bestimmen. Ansonsten siehst du nur das Volume, das hier rauskommt. Also beim Pre-Fader-Metering, wenn du das jetzt aktivierst, jetzt sehe ich tatsächlich, was reinkommt in meinen Kanalzug. Das ist okay so, ich habe genug Headroom und so laut spiele ich auch nicht, weil ich bin nämlich ein lausiger Gitarrist. Ich kann gar nicht gut Gitarre spielen, von daher wird es auf keinen Fall zu laut werden. Gut, jetzt haben wir das schon mal gelöst. Wir haben also die Gitarre drin. Was auch noch gut ist, ist die Gitarre zu stimmen vorher. Das ist nicht nur gut, sondern das ist eigentlich Pflicht. Ich mache den wieder aus und ich gehe hier auf diese Stimmgabel und jetzt hört er meine Gitarre schon. Ich kann die noch stimmen. Ja. Hier ein bisschen zu hoch, zu tief und so weiter. Ja, also über dieses Stimmgerät stimmst du deine Gitarre bitte. Das ist sehr, sehr wichtig. Passiert leider immer wieder, gerade bei Amateuraufnahmen oder im Home-Recording-Bereich, gestimmte Instrumente. Die Saiten vorher aufziehen, einen Tag vorher, ich bin kein Gitarrist, bei Drums ist es die Trommelfelle, mindestens einen Tag vorher aufziehen. Ja, also du brauchst ein ordentlich gestimmtes Instrument, ansonsten wird das nichts. Gut, jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir sind mit der Gitarre drin, wir haben hier den richtigen Input ausgewählt. Ich kann die Gitarre hören und ich habe die Gitarre gestimmt und ich habe geschaut, dass der Eingangspegel nicht zu hoch ist, dass wir nicht verzerren. Soweit, so einfach auch. Was wir jetzt wollen, ist, wir wollen einen virtuellen Amp ansteuern von Logic selber.
Und das kannst du hier über die Bibliothek machen. Die kannst du hier oben öffnen. Ja? Oder einfach mit dem Tastaturkurzbefehl Y. Öffnest du diese Bibliothek hier. Und jetzt haben wir hier schon Electric Guitar und Bass. Und jetzt kommen hier die Virtual Amps. Du kannst eine Crunch-Gitarre raussuchen, eine Distortion-Gitarre. Ich möchte in diesem Fall jetzt aber eine cleane Gitarre. Und ich suche mir jetzt Wave Chorus raus. Hatte ich vorhin mal. So, jetzt lädt er mir die Effekte hier rein. Und ich sollte die jetzt auch schon hören. Okay. Also wir können die Effekte hören. Wenn du jetzt möchtest, kannst du hier die Effekte natürlich noch umstellen und kannst die anders formen. Also er klingt jetzt im Moment so. Und ich könnte jetzt, wenn ich wollte, einfach ein Tremolo noch dazu schalten. Ein schönes, hier zum Beispiel das. Je nachdem, wie du gerne möchtest, ja. Also hier kannst du deinen Sound nach Belieben formen. Ich könnte auch das Echo vorstellen, anderes Echo einstellen und so weiter. Gut. Jetzt sind wir schon mal so weit, dass wir aufnehmen können. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach auf Record und schalte die Spur scharf. Allerdings solltest du vorher noch ein bisschen einstellen, wie du eigentlich aufnehmen möchtest. Meistens wird es so gemacht, dass du eine Stelle aufnimmst und die spielst du 3-4 Mal hintereinander ein und suchst dir dann den besten Take raus. Das ist zumindest jetzt mal das Wichtigste und das ist die gängigste Art. Ja, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber ich würde dir gerade, wenn du es noch nicht so lang machst, einfach so raten, dass du vielleicht erst den Vers einspielst, den spielst du 2-3 Mal hintereinander direkt ein und dann nimmst du den nächsten Chorus und so weiter. Allerdings sollten wir jetzt einiges noch vorher einstellen hier bei Logic, damit Logic auch weiß, wie wir genau aufnehmen wollen. Und dazu gehst du hier auf Aufnahme und dann gehen wir hier auf Audioaufnahmen überlappen. Und jetzt musst du hier auf Take-Ordner erstellen. Denn das bedeutet, wenn du jetzt hier deinen Cycle-Bereich eingestellt hast, dann wiederholt er ab hier. Ne? Also dein Playback läuft hier durch, du kannst hier aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen und jetzt wiederholt er wieder ab vorne. Und jetzt musst du Logic sagen, was es machen soll. Und ich habe hier jetzt ausgewählt, Take-Ordner erstellen. Ja, bei Aufnahme, Audioaufnahmen überlappen. Das heißt, ich fange ja dann hier an, weiter zu spielen, obwohl die Aufnahme fertig ist. Und jetzt muss Logic wissen, was es machen soll. Bei Take-Ordner erstellen, erstellt er einfach Take-Ordner 1, 2, 3, 4, 5 und du kannst dann raussuchen, welchen du haben möchtest. Er kann auch eine ganz neue Spur erzeugen oder eine Spuralternative erstellen, aber am besten ist, wie gesagt, Take-Ordner hier bei beiden. So, wenn ich jetzt einspiele, kann ich einfach 2 Mal hintereinander einspielen und er wird mir das so aufnehmen. Was noch wichtig zu wissen ist, bezüglich der Effekte, ist, dass diese Effekte hier werden nicht aufgenommen, ja? Und das ist eigentlich gut, denn falls dir der Gitarrensound nachher nicht gefällt, kannst du die ganze Effektkette rausnehmen und den Gitarrensound komplett neu formen. Das heißt, du spielst hier direkt rein und die Effekte sind hier nur zugeschaltet. Die kannst du nachher abschalten und kannst einen komplett anderen Amp nehmen, Amp austauschen und so weiter. Ich gehe jetzt also hier auf Record, ich schalte die Spur scharf und dann spiele ich direkt mal ein Take jetzt hier ein zu diesem Playback. Okay, die Spur ist erstmal im Kasten, aber ein paar Sachen haben mir noch nicht so gut gefallen und deswegen nehme ich einfach gleich nochmal einen Take. Was du jetzt hier sehen kannst, das sind die 2 Takes, die ich aufgenommen habe. Ja, Take Nummer 1 und Take Nummer 2. Und jetzt kann ich zwischen diesen beiden die besten, die Filetstücke sozusagen raussuchen, okay? Das machst du über das Quick Swipe Comping. Ich schalte mal die Spuren hier alle unsichtbar, die anderen. Dann haben wir nämlich mehr Platz zum Arbeiten hier. Ups, jetzt habe ich alle unsichtbar geschalten. So, jetzt ist es hier schön groß und jetzt können wir hier arbeiten. Bei der zweiten Spur habe ich irgendwas versemmelt. Jetzt hören wir mal einfach rein in den ersten Take.
Bis auf dass die Gitarre verstimmt war, jetzt ein bisschen, leider, weil die war jetzt neu beseitet oder ist lange nicht mehr gespielt worden, deswegen hat sie sich verstimmt, aber ich habe sie vorher gestimmt. Ist das schon ganz gut gewesen, aber ich möchte jetzt hier diesen Slide mitnehmen, den ich aus Take 2 habe. Und jetzt siehst du hier, wenn du hier in die untere Hälfte gehst von den Feldern oder von der inaktiven Spur, dann kannst du hier mit diesem Slider hin und her fahren. Und das ist dieses Quick Swipe Comping. Das heißt, ich kann mir jetzt raussuchen, welche Stelle möchte ich von welchem Take haben. Und oben siehst du mir, fasst er mir die Stelle schon zusammen und legt auch schon gleich einen Crossfade an, dass keine Knackse entstehen. Also ich möchte jetzt mal von Take 2 diesen ersten Anschlag ausprobieren. Den Slide, den hätte ich gerne hier. Und jetzt solltest du immer das Comping so machen, dass du natürlich nicht hier irgendwo direkt auf einem Transienten schneidest, sondern natürlich immer da, wo wenig los ist, am besten bei so einem Nulldurchgang. Nulldurchgang ist das, wenn es hier direkt auf dem Strich liegt und keine Amplitude hier ist oder nichts ausschlägt, ne? Also am besten immer schneiden, wo wenig los ist. Das nehme ich jetzt hier. Und jetzt habe ich mich aber im zweiten Take, habe ich mich versemmelt irgendwo am Schluss. Das war nicht so gut. Das hören wir uns jetzt mal an. Und hier aufmachen. Okay, der kam nicht gut, ja. Und den will ich dann hier bitte vom unteren. Jetzt schaue ich auch, wo ich hier am besten reinkomme. Ja, ohne dass es knackst. Und dann ist dieser Fehler hier weg. Und du hörst also, wie gut Logic das macht hier mit dem Quickswipe-Comping. Du hörst keine Knackser, kein gar nichts. Ja? Ja, also wir fangen jetzt hier an. Wir haben diesen Teil von Take 1 und dann kommt dieser Teil aktiv von Take 2. Dann haben wir wieder einen kurzen Teil von Take 1 und dann einen längeren von Take 2. Kein Knacksen. Super, also ohne Knacksen hat er uns das zusammengestellt. Jetzt kann ich wieder hier auf dieses Dreieck gehen, kann das zusammenklappen. Und wenn ich jetzt einfach Arbeitsspeicher sparen möchte und Chaos reduzieren möchte, dann gehe ich auf Reduzieren. Das ist hier. Schwupps, jetzt hat er mir das reduziert. Ich sehe hier noch die Beschriftungen, was ist. Und ich kann sehen, wo jetzt geschnitten worden ist. Warum hat er jetzt hier hinten geschnitten? War jetzt aus Versehen, man hört aber nichts, insofern ist es nicht schlimm. Ja, du kannst auch im Nachhinein noch die Schnitte hier übrigens verschieben, ja, falls doch ein Knackser kommt. Also auch das ist kein Problem. Also so kannst du sehr effektiv mit Logic arbeiten und jetzt können wir es nochmal ganz kurz anhören, wie sich das mit dem Playback anhört. Bis auf dass sie tatsächlich verstimmt ist, sorry, echt, oder sich nachverstimmt hat, ist das richtig gut geworden hier. So kannst du ganz easy deine Gitarren in Logic aufnehmen. Wenn du dich dafür interessierst, wie du besser mit diesem Amp hier, mit diesem Amp-Designer arbeiten kannst, da habe ich ein eigenes Video dazu gemacht, das kannst du dir hier anschauen, das rate ich dir unbedingt, da erkläre ich dir alle Parameter genau und wie du einen guten Gitarrensound rausbekommst. Wenn du noch ein paar andere Gitarrentricks willst, dann schau dir dieses Video hier unten an. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich auf einen Daumen nach oben oder über einen netten Kommentar und wir sehen uns schon bald hier wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!